Lieber Weihnachtsmann, hoffentlich kannst du auch in diesem Jahr, trotz Corona, für mich und meine Familie Wünsche erfüllen. Oh, er stört jetzt schon wieder. Wunschzettel von Toni. Bücher, Handtasche, Kaffeetasse, Fußballschuhe, Trainingsanzug, Lego. Ich glaube, ich werde verrückt. Das hat mir ja gerade noch gefehlt. Engel, kannst du mal bitte kommen? Wir haben ein Problem. Was ist denn los? Schau dir mal diesen Wunschzettel hier an. Im letzten Drücker. Das hat noch gefehlt. Jetzt kann nur noch Vincent helfen. Ein Wunschzettel. Für Papa Bücher. Sonst spielt er wieder das ganze Weihnachtsfest mit meinen neuen Sachen rum. Für Mama eine hübsche Handtasche und eine Duftkerze, die nach Weihnachten riecht. Für Opa eine Kaffeetasse und Süßigkeiten. Für Oma eine Creme, damit ihr Gesicht schön glatt bleibt. Oh, guck mal, die schöne Fesselkette. Oh ja, aber wir haben keine Zeit. Weiter! Und für mich neue Fußballschuhe, Schuhgröße 34. Und ein Trainingsanzug von. Guten Abend, Weihnachtsmann, guten Abend, Engel. Guten Abend. Hallo, herzlich willkommen. Und von Lego ein Star Wars Set. Ho, 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 hier spricht der Weihnachtsmann. Wir möchten am ersten Weihnachtsmann nicht selbst bei uns kochen. Können Sie uns da etwas anbieten? Oh, der Weihnachtsmann hat Hunger. Wir können dir am ersten Weihnachtstag eine leckere Gans oder eine leckere Ent anbieten. Falls du am zweiten Weihnachtstag auch noch Hunger hast, haben wir auch geöffnet. Okay, dann schauen wir uns die Karte im Internet noch einmal an. Vielen Dank. Mensch, die Weihnachtskekse. Mein Backofen ist kaputt. Ich kann gar keine Kekse backen. Ja, dann ruf doch bei Warmatik an. Die haben bestimmt was. Da haben wir tatsächlich Geräte auf Lager. Ich sehe hier gerade, wir haben hier 3 Schwäne zur Auswahl. Die könnten wir auch morgen schon liefern. Und ein Winsengutschein, damit ich nach Weihnachten noch mal gucken kann, damit du nicht so viel tragen musst. Damit kann er über 50 Geschäften einkaufen. Ja, das hat uns noch gefehlt. Prost! Prost! Aber du hast wirklich recht. In Winsen hat es an gar nichts gefehlt. Ich wünsche dir und dem Weihnachtsengel ein schönes Weihnachtsfest. Bleib gesund!